Ja, hallo meine lieben Freundinnen des Sports. Ich grüße euch herzlich zu Blood Bowl 3. Ja, ich habe es mir geholt und ich habe gesagt, ich präsentiere es euch. Es ist eine kleine Überraschung. Meisten habe ich nicht großartig was angekündigt, aber da ist es jetzt. Kurz zur Info vorab. Ich nehme ein paar Folgen sozusagen ziemlich stark hintereinander auf. Das heißt, ich kann euch sehr spät auf euer Feedback reagieren. Das bitte ich zu verzeihen. Und wir werden aber jetzt auch direkt und gleich mit dem Spiel sozusagen loslegen. Ganz kurz, auch hier an der Stelle ist Folgendes erwähnt. Wer jetzt neu auf meinen Kanal stößt, den heiße ich jetzt erstmal herzlich willkommen. Es ist ein Hobbykanal, das ist ganz wichtig, vorangestellt. Und es geht hauptsächlich bei dem Kanal um Rundenstrategie und da bietet sich Blood Bowl an. Denn meine Community, die kennt man gejammert. Ich möchte gerne, ja, wie soll ich sagen, Brettspiele, Tabletop 1:1 als PC-Spiel. Und tadam, tadam, dann höre ich doch mal auf zu meckern und mach das einfach so. Ich bin nie in Blood Bowl 2 oder 1 eingestiegen. Und für mich ist Blood Bowl insgesamt, jetzt Achtung, für alle Profis da draußen, komplett neu. Okay? Das heißt, ich kenne mich in dem Regelwerk etwas aus. Ich habe mich auch sehr viel schlau gemacht im Vorfeld und ich habe auch die eine oder andere Partie bei dem einen oder anderen Let's Player oder sonst irgendwie mal mir angeschaut. So ist es nicht, weil das Spiel fand ich schon immer sehr interessant. Punkt aus, fertig. Das heißt, ich gehe nicht ganz, ja, wie soll ich sagen, jungfräulich an die Sache ran. Nichtsdestotrotz, ich werde euch jetzt von Anfang an mitnehmen bei dem Spiel. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, habe ein paar Einstellungen gemacht und damit ich zumindest mal die Grundzüge verstehe, ja, und wir nicht zu viel Zeit verlieren. Aber ansonsten nehme ich euch komplett mit. Das heißt, wir werden auch, und das jetzt ganz klar, das Tutorial durchgehen, ja. Ich möchte die Steuerung verstehen, wie sie funktioniert, damit ich auch später im Spiel relativ gute Entscheidungen treffe. Wenn wir das Tutorial durch haben, dann gehe ich sofort in die Kampagne über, ja, und die werde ich euch zuallererst zeigen. Vollumfänglich wird dies auf meinem Kanal erscheinen. Ich hoffe, dass es euch auch abholt. Ja, die KI ist verschrien bei dem Spiel. Für mich ist es ganz toll, weil ich halt einfach jetzt, wie soll ich sagen, das, sag ich mal, in den Grundzügen lernen kann. Und ich hoffe sehr, dass der ein oder andere, sag ich mal, Profi, Semi-Profi oder jemand, der es schon immer alles besser wusste, mir schreibt, das und das musst du beachten, das und das wirst du besser machen können. Da freue ich mich drüber, über eure sachliche Kritik, eure Tipps und Hinweise und wie auch immer. Ja, nur so kann ich auch besser werden. Und dann wird es im Laufe der Zeit definitiv liegen geben, Online-Matches und so weiter. Und ich werde euch natürlich das Online-Spiel zeigen, denn darauf ist das Spiel ausgelegt, und zwar gegen andere Spieler zu spielen. Ich bin mal gespannt, wer in der Community das von mir aus alles holt. Und diese Community-Mitglieder werden natürlich erstmal Vorrang haben, die das gerne mit mir zusammen spielen wollen. So viel zu mir und zu dem, was ich hier vorhabe. Und wir fangen dann auch jetzt gleich an. Ich habe übrigens die Soundeinstellungen sehr weit runtergeschraubt. Ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr beschallt werdet. Ich kann es euch auch mal kurz zeigen auf Optionen. Dann geht mal hier auf Sound und schaut euch das mal an, ne? Ich kann sogar bei der Benutzeroberfläche mal hier so ein bisschen und die Effekte, ich drehe mal alles ein bisschen runter, gehe mal mit der Hauptlautstärke noch ein kleines Stück runter. Dann habt ihr es jetzt mal ungefähr gesehen, ne? Okay. Was macht man in dem Spiel? Also für die, die neu sind, es kommt aus dem Tabletop, klar, wir haben es ja schon erwähnt. Und man hat Spielfiguren, die man auch richtig schön gestalten kann und die man einsetzt. Ziel des Spiels ist es, gegnerische Mannschaften, je nach Wettbewerbsprinzip, zu schlagen oder halt ein Erster in der Liga zu werden zum Beispiel. Und dazu werden eure Mannschaften im Laufe der Zeit auch gelevelt und trainiert und bla bla bla. Und jede Mannschaft ist ganz individuell. So. Ich habe angefangen, eine Mannschaft zu erstellen. Und zwar habe ich die Schwarzorks gewählt. Ja. Ich kann jetzt hier euch mal zeigen, wie es am Anfang aussieht. Mal ganz kurz, ja. Hier seht ihr ganz viele Fraktionen, die es gibt. Die klicke ich jetzt nicht alle an. Es gibt schon ganz viele Blood Bowl 3 Let's Plays oder angespielt oder weiß der Geier Livestreams da draußen. Muss ich nicht nochmal alles durchkauen. Ich habe die hier. Und zwar spiele ich die Orks, weil, das solltet ihr jetzt wissen, ich bin vom Tabletop her ein Grünhautspieler, weil diese Fraktion hat mir immer schon am meisten Spaß gemacht, die Orks insgesamt. Und ja, ich werde es mir auch nicht so leicht machen in diesem, ja, wie soll ich sagen, Let's Play. Ja? Und zwar Ankündigung, Schwarzer können strategisch vorgehen, aber sie zeigen auch ein außerordentliches Talent für den Nahkampf. Man sollte sie aber niemals bitten, einen Witz zu erzählen, ihr spezieller Humor könnte sich als tödlich erweisen.
ich habe angefangen damit. Eins von zwei Rasse wählen. Ich habe eins angefangen zu erstellen, vielleicht weil ich jetzt eine habe, vielleicht muss ich sogar noch eine zweite Mannschaft erstellen. Das hoffe ich natürlich nicht, dass ich das noch muss, denn wir spielen die Schwarzorg. Da Pillenquetscher! So, was habe ich jetzt gemacht mit Da Pillenquetscher? So, wir haben hier das Verpflichtungsfenster. Und ich spiele jetzt sehr, sehr konservativ, aber auch mit dem Spaßfaktor. Normalerweise würde ich so eine Mannschaft, wie sie jetzt hier steht, nie und nimmer aufstellen. Also normalerweise. Ich habe eine Kombination aus Schwarzorks, Goblin, Verletzer, Linemans und einen trainierten Troll. Trolle haben die Eigenschaft, dumm zu sein. Ihr werdet sehen, wie das im Spiel noch zusammenhängt. Ja? Aber ihr seht jetzt einfach 6 Schwarzorks, 4 Goblins und einen trainierten Troll. Macht 11 Spieler, die brauchen wir, um eine Mannschaft aufzustellen. 11 Stück. Ich habe mich entschieden, 3 Cheerleaderinnen mitzunehmen, die Folgendes machen für unser Team. Für jeden Cheerleader gibt es einen Bonus bei bestimmten Anstoßereignissen, wie zum Beispiel begeisterte Fans. Ihr werdet sehen. Gleiches macht der Assistenztrainer auch. Da habe ich einen dabei von meinen Mitarbeitern. Ich habe sogar einen treuen Fan mit dazu geholt und ich habe 2 Rerolls, also Neuwurf auf Deutsch mitgenommen. Ja, ich spiele diese Version in der deutschen Sprache. Das hat einen Grund, auch auf Mark und Nieren die deutsche Übersetzung natürlich zu testen. Ja, und wie komplex die Sachen erklärt worden sind. Wir haben insgesamt ganz viel Gold ausgegeben und haben nur noch 5000 übrig. Damit kann ich mir nichts weiteres kaufen, bin beim Maximum. Okay. Also, ich werde jetzt nicht euch alle Fähigkeiten der Charaktere, die wir hier so haben, erklären. Ja? Ich glaube, die meisten, die da reinschalten, kennen das Spiel auch so ein bisschen. Was man klar erkennen kann, ist, dass wir hier mit den Schwarzorks insgesamt eine sehr starke Truppe haben und mit den Goblins auch sehr beweglich, aber auch sehr schwache Jungs haben. Also die sind wirklich, also sind Sklaven eigentlich im Grunde. Ne? Und Vorsicht, ihr habt einen neuen Wert für die Profis. Es gibt jetzt den sogenannten Passwert, den hat es bei Blood Bowl 2 nicht gegeben. Das sollte man einfach mal darauf hinweisen. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Dudes nicht so einfach umfallen werden, weil und sich nicht so sehr oft verletzen werden, weil die Stärke ist sehr groß. Ich werde insgesamt sehr, cagig spielen. Also ich werde versuchen, halt den Ball so gut ich kann zu beschützen, zu behalten und meine Touchdowns zu erzielen. Wichtig zu wissen ist, dass das Spiel Mannschaften belohnt, die darauf fokussiert sind, mehr Touchdowns zu erzielen. Das soll auch so ein bisschen mal immer von den 1-0, ne, soll das weg, dass eure Mannschaften noch besser Geld verdienen und dann halt einfach dadurch auch sich Vorteile erkaufen können. So. Okay. Wow. Anpassung. Da komme ich später dazu. Das war falsch. Ich wollte auch die Spieler. Wenn ihr auf die Spielerliste klickt, dann seht ihr all eure Spieler. Ne? Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, den ersten zu erstellen. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt stopp, denn ich nehme euch mit. Der hier ist anders designt, den habe ich also schon individuell gestaltet. Mir sagt Hallo zu Musseltoff, da Hungrigar. Es ist mein Troll hier, der die wunderbare Fähigkeit saublöd hat. Musseltoff, ich grüße dich, wenn du das siehst, tut mir leid. Auch ein sehr großer Sportsfreund, aber halt vom Rennsport, hat auch einen Twitch-Kanal, schau da mal vorbei. Aber ist jetzt wurscht egal, kurzer Shoutout. Ja, das ist jetzt Musseltoff und meine lieben Community-Mitglieder, ihr werdet daran jetzt alle schön euch erfreuen, denn ihr werdet in meine Mannschaft kommen, in meine Schwarzorg-Mannschaft. Ihr habt euch hervorgetan durch Kommentare und Likes und vieles andere und einfach eure tatkräftige Unterstützung. Und ich mache jetzt keine Panik, ja, keine Panik. Ich werde jetzt euch einen Ork zeigen, wie ich ihn gestalte, und ich werde euch einen Goblin zeigen. Danach pausiere ich, mache das Team fertig und dann geht's wieder weiter. Ja? Wir wollen nicht zu viel Zeit mit Einzelheiten verlieren. Ja? Okay, aber ein bisschen was muss ich euch schon zeigen. So, hier haben wir jetzt diesen Typen hier und der gefällt mir so nicht. Ja? Die Nummer 2, das ist okay, ihr seht seine Werte und so weiter, viele andere Sachen, alles nicht wichtig. Gehen wir später drauf ein, wie gelevelt wird und weiß der Geier was die Fähigkeiten bedeuten. Es ist echt, Leute, es ist ein Studium und es wird jahrelang gehen, bis ich auch überhaupt mal auf ein Niveau komme, wo ich sage, ich kann jetzt mit Spielern mithalten wie
jemanden, den ich sehr schätze, ich sage jetzt einfach zum Beispiel Mörb oder so, der macht mich einfach 4-0 platt, ja, das ist gar keine Frage, da diskutiert man nicht drüber, ja, aber ich habe da Spaß dran, ich will da rein in diese exklusive Community und ich will es schaffen, sage ich mal, hier bei Blood Bowl auch mal in der einen oder anderen Liga mal Spiele zu gewinnen, das ist mein erstes Ziel zunächst einmal, so kleine Überraschungserfolge. So, wie passe ich den jetzt eigentlich an? Das Menü ist erstmal sehr unübersichtlich für den ersten Moment, vor allen Dingen, die Vorteile kennen, hier oben findet die Anpassung, achte da drauf. Und jetzt habe ich hier das Standardpaket. Ihr könnt kaufen. Man kann also auch Sachen tatsächlich faktisch mit Geld, also mit Warpstein kaufen. Warpstein kriegt ihr halt über echtes Geld und könnt so eure Spielfiguren individuell gestalten. Das ist etwas, was ich schon ewig sage, macht sowas Ähnliches doch mal bei Warhammer Fantasy. Ist jetzt aber erstmal wurscht, ja, 1:1 das Tabletop-Spiel einfach reinzubringen. Man hat zwar digital nur eine Spielfigur, aber man hat sie. Und weil ich dieses eine spezielle Schwarz-Org-Paket gekauft habe, kann ich das da machen. Ja, er hat jetzt also so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine lustige Maske bekommen. So, und jetzt kann ich auch weiterhin, achtet immer bitte auf diesen Typen, ja. Ihr seht, wo so ein Kaufsymbol ist, so ein Wagen ist, das müsst ihr euch kaufen. Und wo es nicht ist, da könnt ihr sowas machen. Ich klicke das einfach mal an, man muss kurz warten und jetzt hat er so coole Zinken. Linke Schulter. Wir spielen es einmal, wie gesagt, für Goblin und Schwarzorg durch und den Troll haben wir einfach mal übersprungen. Ne? So, rechter Arm, was können wir da machen? Der hat jetzt eine Lederrüstung, das ist ja für einen Ork absolut untypisch. Der bekommt natürlich Keiler der Länder der Finsternis. Jawohl, von den Düsterlanden, bitte. Jawollo, schaut euch das mal an. Legt euch ruhig mit meinem Team an. Das kann zwar nichts, aber es kann euch wehtun. Ja, ja, wenn Spieler verletzt und sowas ausfallen, dann kann ich euch gleich sagen, Autschi. Ne? Spiel hat ab und zu sehr lange Ladezeiten und ich kann euch nicht sagen, wieso. Ich find's geil. Macht Spaß, macht mir jetzt schon Spaß. Ich habe halt jetzt noch nicht viele Auswahlmöglichkeiten, aber ey, hier, guckt mal, Leute. Ja? Oder guckt halt nicht, weil gerade vorhin, als ich nicht aufgenommen habe, ging das ruckzuck, ja. Jetzt sieht er halt jetzt plötzlich so aus. Boah, würde ich sagen. Name? Hier gibt er den übrigens ein. Könnt ihr jetzt also ganz normal tippen. Und ich mache auch Anführungszeichen oben, ne? Da haben wir, Pitbistool, du darfst der Zweite im Bunde sein. Von meinen Jungs und dann bitte, dann also ja, bitte orkisch, also, was ist, das hat doch mit Orks nichts zu tun. Pistol, der Jäger. So, dann müsst ihr aber auch bestätigen klicken, sonst ändert sich das nicht ab. Ja, Leute, jetzt steht es hier drin, ne? Pit Pistol, da Jäger, ja, da haben sich auch ein paar aufgeregt, warum das nicht funktioniert, ne? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich nehme mich nicht raus, ich würde ganz viele Dinge übersehen, gell? Ne? Ich bin nicht frei von Schuld und schon gar nicht von Fehlern. Alle Lebensformen auf diesem Planeten lernen aus Fehlern und das ist was völlig Normales, außer der Homo sapiens. Der hat es mit 8 bis 9 Jahren wurde ich bis erfolgreich durch Erziehung und Schule abtrainiert. So, was haben wir denn hier? Welchen Goblin nehmen wir denn hier? Dann nehmen wir einfach mal den hier, den Schleichi. Egal, was jetzt kommt. Mein liebes Community-Mitglied, du weißt noch nicht, dass es dich trifft, aber es tut mir jetzt schon leid. Guckt euch das mal an, der hat einfach nur so ein Unterhemd an, ja? Und was ist denn das hier, ne? Also, meine Herren, den wollen wir doch erstmal richtig ausstatten hier. Und das ist eben das, was ich voll geil finde. Ihr werdet es auch später auf dem Spielfeld sehen, in welchem tollen Maß dieses Spiel aussieht. Also, es sieht eigentlich wirklich geil aus. Ihr werdet sehen, die Stadien sind mega geil und bla bla bla, ja? Aber ich möchte einmal das mit euch durchexerziert haben, dass ihr es gesehen habt. Ja, wie das so wirkt hier. Ja, wie gesagt, es dauert leider komischerweise durch die Aufnahme etwas länger. Schon sieht der Ganze ein bisschen cooler aus. Und das ist... Sorry. Jawohl, Lino, eines meiner ältesten Community-Mitglieder, auch eines meiner jüngsten im Rudel, das finde ich sehr geil, ja. So, und Lino ist da. Lino, der Pilzschneider. Ja, einer muss die guten Pilze schneiden. Hallo? Wer es nicht kennt, die Goblins sind für ihre Pilzmagie bekannt, ne?
Lino da Pilzschneider, bestätigen. Zack. Wunderbar. Ne? Immer dran denken, bestätigen. So. Okay. Also gut, was kann zum Beispiel so ein Lino? Der kann gut ausweichen, das wird noch wichtig werden. Der ist lebensmüde, das heißt, der kann von einem Troll geworfen werden. Er ist kleinwüchsig, das hat auch gewisse Sachen und der Typ ist tatsächlich robust. Das heißt, also man muss einen höheren Wurf würfen, damit er sich auch wirklich schlimmer verletzt. Ne? Also, dass er betäubt wird, normalerweise brauchst du da eine 7, ne? Mit 2 B6 Würfeln und dann hat er die 8 und schon so zum Beispiel, dass er K.O. geht, da ist normalerweise, wenn man eine 8 würfelt, geht der Spieler K.O. Da brauchst du halt eine 9 für, was ich ganz gut finde für diese kleinen, schmächtigen Goblins, die ja doch mit Stärke 2 öfters etwas auf der Nase kriegen, ja, okay. Jetzt kommt der Punkt, wo ich pausiere. Ich werde dieses Team jetzt durch die Bank umbenennen und dann gehen wir sofort in die Kampagne rein. Es sei denn, ich muss noch ein zweites Team erstellen, das werdet ihr dann sehen. Das, keine Ahnung. Wir werden es gleich rausfinden. Ihr werdet es gleich merken, wie es aussieht. Okay, dann ein kurzer Ruckler später und ich bin wieder da. Naja, so viel dazu. Ich komme nochmal gerade zurück auf das Spiel, ne? Und zwar folgendes ist passiert gerade. Einmal ist mein Bild sowieso verrutscht, das ist schon mal das eine. Das andere ist, ich kann tatsächlich bei den anderen Charakteren das nicht auswählen. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann darf ich das bei den anderen Spielern nicht tun. Das heißt, ich habe diesen Gegenstand, den Kopf zu verändern, nur ein einziges Mal insgesamt. Das habe ich nicht gewusst, solltet ihr auch wissen. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Okay, ich bin gleich hoffentlich wieder ordentlich zurück. Keine Ahnung, warum sich gerade mein Bild etwas verschoben hat. Wollen wir uns nicht aufregen darüber? Wir wollen uns nicht aufregen. So, wir haben ein Team zusammengestellt, das jetzt eine kritische Masse an Community-Mitgliedern erreicht hat. Tweaker, da Denker, Schwarzorg, Pit Pistol, da Jäger, Schwarzorg, Sven, da Gluma, ein Schwarzorg, Odin, da Spalter, wieder ein Schwarzorg, Links darf als da Klopper auch als Schwarzorg auftreten. Wir haben natürlich Fayet Gaming, ich grüße dich ganz herzlich, einen tollen Kanal hat er übrigens, geht da drauf. Fayet, da Grimiga, auch ein Schwarzorg, Masseltorf kennt ihr schon, dann haben wir Lino schon beschrieben und da kommt mein lieber Freund Zendrik, da Überflieger. Wieso der so heißt, keine Ahnung, wir werden es vielleicht sehen. Hans, der Dampfer, ist auch dabei und es darf natürlich nicht fehlen, Revan, der Trickser. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Es wird schrecklich, Leute. Es wird so schrecklich. Ich habe keinen Auswechselspieler, ich habe keinen Apotheker. Ob das jetzt bitter wird, wir werden es sehen. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich mit einem Team schon die Kampagne starten darf. Es gibt natürlich verschiedene Sachen. Tutorial, die Außenseiter. Ja, ich lese nicht alle Tipps vor. Wir fangen, das ist auch noch angeblich gesperrt. Wir müssen wohl da reinklicken. Mal gucken, was jetzt passiert. Zumindest Klappe halten, würde ich mal sagen. Ich blende mich nicht aus. Close. So leise gestellt, dass man es nicht mehr hört. Ja. Ups. Dann überspringen wir das. Hey there, loser. You really thought that Blood Bowl was just about spilling blood and wrenching balls? You're in the big leagues now. That's why you need a sponsor. Win your games and I'll get you some contracts with the most powerful companies of the old world. Remember, with big money, so sieht's aus. Okay, die Außenseiter. Orkidas Fitness Club, die neue Sportclubkette des Sportbekleidungsgiganten Orkidas, tritt als Sponsor dieses Wettbewerbs auf, der ganz im Zeichen purer und unverfälschter Gewalt steht. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel will mich ärgern mit seiner, mit seinem Rand ständig. Ich weiß nicht warum. Ja, okay, darf ich das jetzt spielen, bitte? Ja, tatsächlich. Ich dreh durch. Ich dreh gleich durch, Leute. Aha.
Ja, ich war schon Randbild, Fenstermodus, Vollbildschirm. Es will mich echt ärgern, dieses Spiel. Ich versuch's jetzt in meinem Vollbildschirm. Diese Einstellungen sind halt auch nicht korrekt. Und ich hatte das mal korrekt gehabt. Jetzt muss ich es nochmal neu einstellen. Ich hoffe, es klappt jetzt. Und nun hat euer Gastgeber Orgi das Vergnügen, den ersten Coach in der Auseinandersetzung der Sponsoren vorzustellen. He has an appetite for victory and fresh ghouls. Meet former captain of the Gouged Iron star player, Varag Ghoulchewer. Varag is a tactical player, which is rare for an orc. Makes him really dangerous. He kept his team on top of the league for 6 straight seasons. Today, Varag is the coach of the Outsiders. I can't wait to see what will ooze out of that vicious mind. Immer drauf. Immer drauf habe ich mir ausgeklügelt. Oder der Coach, ich habe es ihm gesagt. Er soll das so machen. Wir haben die Usingen, wow, wir jetzt beinahe lesen dürfen. Es handelt sich um eine Allianz aus sympathischen Grobian verschiedenen Rassen, zusammengeschweißt durch eine Vorliebe, bla bla bla. 10 Burschen, die genau wissen, was man gerne macht auf so einem Spielfeld, glaube ich, ist da gestanden. Ich habe Angst vor dem Tutorial, weil das ist oftmals uff. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich wieder verhören. Es ist jetzt ein bisschen besser. So, das Ziel des Spiels ist denkbar einfach. Erziele Touchdowns, indem du den Ball in die Endzone des Gegners trägst. Echt. Das Team, das am Matchende die meisten Touchdowns erzielt hat, wird zum Sieger erklärt. Also ihr müsst da wirklich reinlaufen. Am blauen Leuchten ist die Ballposition klar zu erkennen. Im Moment befindet er sich in der Nähe der Endzone deines Teams. Okay. Dank des Kamera Boom TM Technologie von Carbal Vision steht dir die Ansicht deiner Spieler aus der Vogelperspektive zur Verfügung. Wirf einen Blick auf den Platz, indem du die Kamera drehst. Dazu musst du den Zeiger zum Rand des Bildschirms bewegen. Du kannst auch mit Mausrad raus und rein zoomen. Ja, das ist ja klar. So, wir können mit Q und E auch die Kamera drehen. Aber schaut euch mal das geile Stadion an. Und ich glaube mir, die ganzen Stadions, die sind so episch, Leute. Und ich muss noch diese komischen Typen da ausstellen, die da immer sprechen. Jetzt rotieren wir mal die Kamera. Ne? So, könnt ihr jetzt auch nochmal hier, ne? Seht ihr? Wunderbar. So, da es Tutorial ist, glaube ich, durfte ich auch keine Mannschaft auswählen. Ich soll den Werfer auswählen, klicke ich an. Bewegen mit Linksklick vermute ich mal. Und dann sage ich einfach, Space-Taste ist los. Ja, okay. Okay. Ich überspringe ein paar Texte. Wir können den Zug jetzt einfach fortsetzen, weil wir noch genug Bewegungsreichweite haben. Ja, aber ich habe bloß 3 auf Aufnehmen, muss ich würfeln, ne? Genau. Genau, das brauche ich eigentlich, das auch selbsterklärend. Ja, mach einfach. Mit Leertaste. Ist gelungen, wir haben eine 4 gewürfelt. Genau. Setz jetzt deinen Zug fort, indem du Spieler auswählst und eine Bewegung in Zone Richtung des Angezeigten. Ja, ich wähle den Spieler und ich laufe dahin, warum auch immer. Tu es. Aber ich muss jetzt ausweichen. Okay, ja, mach. Sponsor of this competition. Los. Genau. Hätte ich normalerweise so nicht gemacht. Genau. So, jetzt muss ich mit dem da darüber laufen. Okay. Blocken ausführen. Okay, ich soll einmal blocken. Machen wir. Wir nehmen den Spieler. Wir klicken den an. Und dann würde ich das auch so niemals machen, aber das Spiel verlangt es ja von uns. Los, tu es. Mhm. Ja, ich wähle den Würfel aus. Und jetzt soll ich ihm sagen, wohin ich ihn schiebe.
Ja, am liebsten würde ich ihn ganz raus aus dem Feld schieben, weil dabei da muss er Autogramme geben, wie das im Spiel heißt. Oh, zurück. Nochmal spielen. Oh ne, ich muss ihn nach hinten. Ich hätte ihn jetzt eher zum Rand geschoben, ne? So, was muss ich jetzt machen? Ich soll dem Spieler folgen. Ja, das wird wahrscheinlich der Folgefall sein. Ja, jetzt hat er sich nicht verletzt. Es wurde nur 7 gewürfelt. Ende des Zugs sehe ich da oben. Okay. Das kannst du mit dem... Aha, mit der Taste machen. Oder einfach einen Klick auf die Schaltfläche. Okay. Erfolg. Nächste Herausforderung. Nach kurzen Auslassungen sehen wir hier, wie sich spielt. Okay, wähle den angegebenen Spieler. Ich lege es jetzt nicht unbedingt alles da oben vor. Blocken auswählen. Also ich wähle ihn an. Dann muss ich wieder blocken planen. Das gegen den Halbling hier drüben. Jetzt sagt er mir, ah ja. Erklärt mir jetzt, dass die Stärkewerte verglichen werden. Und dabei ist es so, dass ich jetzt Stärke 3 gegen Stärke 2 habe. Dadurch habe ich eine höhere Stärke. Dadurch bekomme ich einen Würfel mehr. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich Erfolg habe. Das ist ja alles selbstverständlich. Tu's. So, jetzt soll ich den richtigen wählen. Da habe ich freie Wahl. Das würde ich nicht machen. Ich würde sagen, wir schieben ihn oder Reihenfolge bestätigen. Ah, nicht dazu, deinen Gegner Platz zu machen. Vorsicht. Den Würfel mit einem Schädel wird der Angreifer geht zu Boden genannt. Das ist ein Ausgang, den du dir sicher nicht wünschst. Es ist so, als hättest du eine 1 mit einem W6 erzielt. Der Angriff ist schief gelaufen und der Angreifer wurde umgeworfen, okay? Wähle halt den... Ja, ja, das wollte ich doch tun. Ich bin schon... Ja. Hab schon vorgegriffen, so. Jetzt muss ich ihn zurückdrängen. Wenn das Angreifer-Verteidiger geht zu Boden angeht, musst du das zählen. Wähle eine der 3 Zellen aus. Ich könnte dem ja folgen und dann nochmal, wenn ich ihn dahin schiebe, oder? Ich schiebe ihn mal dahin. Jetzt soll ich dem Spieler folgen. Genau. So. Jetzt kann ich dem Gegner nachsetzen. Wähle den angegebenen Spieler aus. Wieder die Leertaste. Wähle eine der 3 Zellen aus, ja. Ich würde jetzt aber lieber gerne bleiben. Den da. Ich könnte ihm aber auch folgen. Nee, ich folge lieber, dann blockiere ich beides. Und dann beide noch in der Tackle-Zone. Ja, das muss ich noch üben. Vor allen Dingen, wie man es steuert. Von daher freue ich mich, dass es ein Tutorial gibt und man erstmal die grundlegenden Funktionen kennenlernt. Okay. Jetzt das Gelernte anwenden, wähle den Ogre deines Teams und plane eine Blockenaktion gegen absolut lächerlich alte Welt Halbling-Hoffnung. Mhm. Ja, wähle den angegebenen Spieler und dann will ich jetzt Blocken planen. Ja, der steht doch direkt vor mir, aber kaum noch zu sehen. Ja, jetzt habe ich nochmal einen Würfel mehr, weil der Unterschied meiner Stärke zu seiner Stärke noch größer als doppelt so hoch ist. Und deswegen ist es immenser wert und dadurch habe ich 3 Würfel. So, los. So, und jetzt kann ich natürlich den Pau-Würfel wählen. Glaube ich, heißt Pau auf Englisch. Und jetzt kann ich den auch wegschubsen, würde ich sagen. Ich nehme ihn jetzt hier rüber. Ja, folge ich dem oder bleibe ich stehen? Ich bleib mal stehen. Okay. Unser Match geht weiter, bla bla bla. Führe eine Blockenaktion mit einem neuen Spieler gegen den Gegner deiner designierten Zelle aus. Das wäre dann halt okay, der hier. Jetzt Blockenplan, das ist immer das Gleiche. Jetzt bringt dir es echt bei. Los geht's, wir würfeln. Wir würfeln natürlich, jetzt muss es schief gehen. Ne? Das war klar, das soll uns beibringen, was passiert. Jetzt gibt es nämlich einen Turnover. Das heißt, ich habe meine Aktion verkackt und der Gegner ist dran. Ja. Ich glaube, vielleicht ist das Tutorial gar nichts für mich. Ich glaube, ich weiß mehr über das Spiel, als ich dachte. Nur die Steuerung, das war das Ding, was ich so ein bisschen wissen wollte. Wie geht das? Naja, Zug beginnt. Mhm. Ja, ein Spieler liegt auf dem Bett, stellt einen Spieler auf die Beine, indem du erneut auf seine Zelle klickst und die Ankündigung Leertaste, Shortcut, los ausführst. Anklicken, Leertaste,
Plan. Ah, ich muss sie nochmal anklicken und jetzt muss ich auch wieder... Ja, genau, jetzt wieder die Leertaste, okay. Gut, jetzt steht er auf. Und jetzt soll ich hier hingehen und muss mit auf plus 4 ausweichen. Das geht definitiv schief. Oh, das habe ich aber Glück gehabt, ich habe 6 gewürfelt. Genau, so. Der gegnerische Ballträger ist in der Tackle-Zone, das sehe ich. Und lass mich raten, ich soll ihm jetzt den Ball aus der Hand hauen, indem ich ihn blocke. Wollen wir wetten? Okay, ich habe zweimal das gleiche. Ja, wähle einen der Ausrufezeichenwürfel. Und jetzt kann ich den am besten... Wie schiebe ich den jetzt am besten? Ach, ich soll ihn dahin schieben. Okay, Reihenfolge beachten. Steht der hier in groß. So, und jetzt soll ich dem Spieler folgen. Ja, das ergibt durchaus Sinn. So. Gut. Touchdown erzielen. So, ich muss den jetzt auswählen, mir den Ball holen, die Aktion bestätigen. Okay, alles klar. Jetzt muss er das testen, ob er das kann. Und jetzt soll ich, oh, mit 2 Go4Aids da reinlaufen. Okay, dann sage ich jetzt Bewegung planen. Okay, und sage jetzt los. Und dann haben wir hier einen Touchdown. Ich habe beide Go4Aids geschafft und führen 1-0 gegen die Wiesenland Commoners. Was für ein großartiger Moment für unsere Mannschaft, die wir uns ausgeliehen haben. Oh, 2 Cheerleader haben die. Haha, ich habe 3. Hahaha. Obwohl ich noch nicht alles ausgewählt habe bei meinem eigenen Team, fällt mir gerade auf. Das habe ich euch etwas übersehen. Ich sehe nämlich gerade die Patterns und sowas und die Farben. Die sollte ich vielleicht noch bei meinen Dapillenquetscher, sollte ich vielleicht nochmal hinzufügen und anpassen. Das wäre nicht so schlecht, ja? Damit es auch ein bisschen individueller wird. Aber ich hoffe, ich denke dran nach diesem Tutorial. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Zeit vergangen ist. Ich würde sagen, die erste halbe Stunde habt ihr jetzt überlebt mit mir. Ich werde jetzt an der Stelle nochmal 5 Minuten spielen. Wir spielen noch ein bisschen weiter und dann ist es halt eine längere Folge. Und wir machen das dann so, dass wir, ja, eventuell sogar für euch dieses Tutorial weiterhin in so einem Schnelldurchlauf spielen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und dann passe ich meine Mannschaft nochmal an. So, Herausforderung abgeschlossen, du kannst jetzt weitermachen. Ja, zurück zum Menü. Ah, es hat mir gerade erklärt, dass ich so und so viele Spieler an die Grundlinie bringen muss. Naja, das ist ja eigentlich mal ein guter Punkt, um das zu unterbrechen und dann mit Part 2 weiterzumachen. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich weiß, dass es ein bisschen merkwürdige Folge war und dass ich noch an den Soundeinstellungen definitiv doktern muss. Das war mir zu laut. Ja, und wer es noch nicht hat, der liked dieses Video und abonnieren freue ich mich natürlich auch mega drüber. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer BenCake28. Ciao, ciao, wenn ich einen Ausknopf finde, das dauert bei mir noch ein bisschen.